So, herzlich willkommen zurück bei Rivet City bei Fallout 3. Oh yeah. Eigentlich muss man ja sagen Fallout 3 Game of the Year Edition, ne? Uns stehen nämlich auch noch so viele Add-ons bevor. Ah, das wird ein Spaß. Na, Sharon? Ne? Red mit mir. Sieh mich an! Ja, irgendwie nicht. Okay. Gut, Rivet City. Oh, ihr hört dieses Knarzen, das ist so geil gemacht. Ja, das ist ein riesiger Flugzeugträger, der sich in zwei Teile gebrochen hat. Wir gehen mal rein. Ich will nicht lange rumquatschen, wir gehen mal rein. Ich mach mal kurz Kamera an. Zack. Okay. Rivet City. Man kann ja auch überall runtergehen tatsächlich, aber wenn wir da jetzt runtergehen, kommen wir da wieder hoch? Ich weiß es gar nicht. Da ist nämlich eine Munitionskiste. Guck mal hier. Zwei sogar. Brennstoff für einen Flammenwerfer. Cool. Lootpaket, cool. Ich liebe das Spiel, ne? Ich liebe es. Das ist so geil. Okay, wir gehen mal hier nach oben. Hallo. Okay, das ist Schrott. Ich dachte schon, hier liegt ein Toter. Es ist nur ein kaputtes Motorrad, okay. Oh, wir sind hier oben drauf. Brückenturm. Hallo? Pauli Kentelli. Wer sind Sie? Haben Sie Psycho? Ich brauche dringend eine Spritze. Bin aber leider pleite. Ich führe das Arzneimittelgeschäft, bin aber pleite und kann mir keine Medikamente kaufen. Okay, warum holen Sie sich nicht einfach welche aus Ihrem Laden? Sie sollten diesen Stoff nicht nehmen, er wird Sie umbringen. Hier ist etwas Psycho. Ja, Sie sollten es nicht nehmen. Das sagt Cindy auch, aber ich brauche den Stoff. Ich brauche ihn dringend. Warum leben Sie auf diesem Schiff? Ich will was über die Geschichte von Rivet City erfahren. Können Sie mir helfen? Ich muss mich beeilen. Ja, die Geschichte von Rivet City. Wie? Geschichte? Was für eine Geschichte? Hier gibt's keine Geschichte, Mädel. Und warum leben Sie auf diesem Schiff? Wir leben hier, weil man hier vor Raiders und Supermutanten sicher ist. Mit Dr. Lee auf unserer Seite ist es vielleicht sogar denkbar, die Welt wieder aufzubauen. Okay. Ja, ich muss mich beeilen. Ja, ich muss auch weiter. Wie der einfach da mit seinem Messer rumsitzt. Gar nicht creepy oder so. Hier kommt man nicht drüber. Okay. Ich will dahinter. Boah, und guckt euch mal an, wie zerstört Washington einfach ist. Ja, ja. Schade, VTS funktioniert nicht. Okay. Noch ein paar alte Flugzeuge. Ja, ja. Boah, guck mal hier, das auseinandergebrochene Schiff. Das ist schon cool. Also das ist schon wirklich cool gemacht. Fliege ich ein bisschen, okay. In den Brückenturm kommen wir später. Glaube ich zumindest. Okay, das war dumm. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da durchfall. Okay, jetzt sind wir hier unten. Komme ich jetzt nicht mehr nach oben? Scheinbar nicht, ja. Na gut, dann müssen wir uns jetzt einmal hochkämpfen. Wieder über den Brückenturm will ich nicht gehen, da kommen wir später von innen hin, glaube ich. Wäre ein bisschen blöd, wenn wir jetzt oben rum reingehen. Ja, ja.
Was ist das für eine Metrostation? Anacostia Crossing. Ja, die müssten wir uns mal angucken, aber nicht jetzt. Da ganz unten. Dann kommt die Museum Station. Das heißt, eigentlich könnten wir die erkunden und müssten dann Richtung Promenade rauskommen. Was mir auffällt, ich meine, in Fallout New Vegas war das eher so, dass wenn man auf die Beine fällt, bei Fallschaden man auch die Beine verkrüppelt. Hier ist das ein bisschen netter. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass bei uns ja sowieso wegen der Strahlung die Beine sich eh regenerieren tatsächlich. Ich weiß ja nicht, Fallout 3 hat so ein ganz eigenes Gefühl. Das kann man auch nicht mit New Vegas vergleichen. Ich weiß ja nicht. Hallo. Hi. Okay, wir gehen zum Marketplace. Closed at night, es ist nicht Nacht, wir gehen rein. Mit Dr. Lee über Papa und Project Purity sprechen. Okay, das machen wir später. Hier haben wir eine Werkbank, das wäre Klauen, einen Aktenschrank und hier haben wir jetzt so mehrere Marktstände. Hi. Gibt es in dieser Gegend Ärger? Nee. Hi, Harkness. Nein. Gibt es ein Problem? Nö, eigentlich nicht. Gibt's hier jemanden namens Pinkerton? Das ist die Aufgabe. Pinkerton war, glaube ich, wegen der Geschichte von River City, oder? Gibt es diese Gerüchte immer noch? Hören Sie, ich habe keine Zeit für Gespenstergeschichten. Pinkerton ist eine Legende. Entweder tot oder schon lange weg. Mir ist's egal. Ich muss mich um reale Menschen kümmern. Belästigen Sie jemand anders. Sehr nett. Ich habe mich verlaufen, können Sie mir helfen? Nee. Was können Sie mir über Dr. Lee sagen? Sie ist eines der Ratsmitglieder. Sie leitet hier das Forschungslabor. Stören Sie sie nur, wenn es wirklich sehr wichtig ist. Ihr Labor ist im Heck des Schiffs. Mhm. Wussten Sie, dass Pauli Cantelli süchtig ist? Er ist total drogensüchtig. Das wird ihn eines Tages noch das Leben kosten. Okay. Wie kam es zur Entscheidung, in dieser Rostlaube zu leben? Na, ganz ehrlich, ist voll geil. Wir sind die sicherste und am besten geschützte Stadt im Ödland. Ohne unsere Genehmigung kommt hier nichts herein. Mhm. Und wissen Sie etwas über die Geschichte von River City? Also ich habe wirklich nicht die Zeit, über die Geschichte hier zu sinnieren. Ich muss mich schließlich darum kümmern, was hier und jetzt passiert. Ja, der ist eine ganz, eine VIP, ne? Sehr, sehr wichtige Person. Ja, danke für die Hilfe. Dann machen Sie mal schön weiter. Okay, Harkness. Coole Power-Rüstung übrigens. Oh, das sieht dann im Waffenhändler aus, ne? Schrapnell. Wenn es ein Schießeisen sein soll, dann sind sie hier goldrichtig. Geiler Name. Schrapnell. Die Leute nennen mich Schrapnell. Ich führe diesen Laden. Ich habe die beste Ausrüstung, die sie jemals finden werden. Ah, ich liebe Schusswaffen. Nichts geht über eine 44er. Jeder Idiot kann eine Knarre benutzen. Ich möchte Kriegsgerät kaufen. Das ist gut. Was suchen Sie denn? Oh, der hat viel. Oh, ganz viel Lasergewehr, Mini-Atombomben, der hat alles. Also in River City bekommt ihr alles, was euer Herz begehrt. Alter. Das war so teuer, ne? Ich weiß nicht, ob wir nicht noch ein bisschen Geld sparen sollten aktuell. Also Munition eher nicht kaufen sollten, wenn unsere Feilchenfähigkeit noch nicht hoch ist. Haben wir überhaupt irgendwas zu verkaufen? Nicht wirklich, ne? Ja, machen wir es mal so. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ja, danke. Noch nie was von dem Typen namens Pinkerton gehört. Dieses Genie? Ja, hab von ihm gehört. Soll River City gebaut haben. Die denken wahrscheinlich, dass er auch das Brot erfunden hat. Idioten. In letzter Zeit wurden ihm sogar die Schuld für die Geräusche im defekten Bug gegeben. Jeder mit einigermaßen Durchblick weiß, das sind nur Meyerlurks. Meyerlurks, ah. Kann man hier irgendwo einen Drink bekommen? Unten im Muddy Rudder. Auf dem Unterdeck werden nicht viele Fragen gestellt. Okay, müssen wir später auch mal hingehen. Meine Ausrüstung reparieren? Nee. Kann ich etwas über die Geschichte von River City erfahren?
Die Geschichte? Weiß der Henker. Geht mir völlig am Arsch vorbei. Ah, schön. Na gut, tschüss. Kommen Sie bald wieder. Wir haben immer viel Munition auf Lager. Naja, hier müssen wir nachts mal einbrechen. Okay, hier ist ein leerer Stand, ganz viele Truckreifen und hier ist scheinbar ein Kleiderladen. Ich konnte kaum schlafen. Vielleicht gibt es irgendein gutes Schlafmittelchen. Cindy hat alle möglichen guten Medikamente. Ich werde es versuchen. Okay, hi, Bannon. Willkommen im Potomac Attire. Ich heiße Bannon, bin Besitzer des Potomac Attire und Mitglied des Stadtrats. Ich führe anspruchsvolle Kleidung für anspruchsvolle Kunden. Oh, danke, Bannon. Cooler Name. Wie ich sehe, verfügen Sie auch über einen erlesenen Geschmack. Ich bin aber nicht gut genug, um hier einzukaufen. Was? Ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Ja. Sie kommen sofort zur Sache. Das gefällt mir. Ich will ja weder kritisieren noch so in den Himmel loben. Lederrüstung, Negligé. Oh, Red Racer Overall. Robco Overall. Stimpak Sturmjäger Hut. Söldner Abenteurer Outfit. Das finde ich jetzt ganz cool. Söldner Charmeur Outfit. Söldner Unruhestift. Der hat ja nur Shit. Naja. Sie sind also Mitglied des Stadtrates. Dr. Lee, Chief Harkness und ich sind im Rat. Wir treffen uns jeden Montagmorgen. Ich bin sehr einflussreich, wenn Sie wissen, was ich meine. Viel mehr als Seagrave Holmes. Dieser Seagrave, glauben Sie, er stellt eine Gefahr für Ihren Einfluss dar? Der? Eine Bedrohung? Nein, natürlich nicht. Naja, vielleicht doch. Er will meinen Sitz im Rat übernehmen. Er hat seine Finger in dubiosen Geschäften, aber ich kann's nicht beweisen. Wenn aber jemand etwas Belastendes in seinem Zimmer finden würde. Naja, sagen wir mal, ich wäre äußerst dankbar. Notiz hinzugefügt, Bannons Anfrage. Danke. Okay. Gibt es hier auf diesem Schiff irgendwen namens Pinkerton? Ja, diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich habe ihn selber nie kennengelernt, aber es heißt, er wäre einer der Gründer von Rivet City gewesen. Manche behaupten, er sei beim Versuch gestorben, den kaputten Schiffsbug zu plündern. Andere hingegen meinen, er habe sich der Enklave angeschlossen. Nichts gegen die Enklave, ja. Könnte ich etwas über die Geschichte von River City fragen? Naja, ich habe hier praktisch alles aufgebaut. Als ich hier vor 12 Jahren ankam, gab es hier nur ein verrostetes Ruderboot und ein paar Blindgänger. Jetzt bin ich Ratsmitglied. Unter meiner Leitung sind wir zur stärksten Siedlung der Wüste geworden. Natürlich sind ein paar der Versager dageblieben, aber wer würde schon gehen wollen? Gibt's River City nicht schon länger als 12 Jahre? Ach geil, damit haben wir die Aufgabe schon erfüllt, so ein bisschen. Nun ja, das war ein Niemandsland, bis ich auftauchte. Das gehört heute aber zur uralten Geschichte, die niemanden mehr interessiert. Wenn Sie darauf bestehen, damit weiter Ihre Zeit zu verschwenden, dann versuchen Sie es doch mal im Belle Bonnie, der alten Schrulle an der Bar. Der ist ja nett. Na gut, danke. Tschüss. Bis bald. Ein sehr eingebildeter Typ. Arschloch. Hallo Cindy. Cindy Canterly. Quickfix. Was? Die Torwache meinte, es wurde über eine Stunde lang geschossen. Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Gutes, altes Rivet City. Ich auch. Nichts dringt durch diese Wände. Das ist der Quickfix. So heißt unser Laden. Er gehört Paulie und mir. Ich heiße Cindy. Cindy Canterly. Oh, Mann, sie klingen so, als hätten sie zu viel von ihrem eigenen Zeug genascht. Eigentlich nicht. Ganz ruhig, ich sehe mich nur um. Was haben Sie zu verkaufen? Ja, ich sehe mich nur um. Ah, verstehe. Naja, lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas haben wollen. Also, wenn Sie was kaufen wollen, meine ich. Ja, Ihr Mann ist also süchtig. Er ist ein hoffnungsloser Fall. Ich muss ihn aus dem Laden raushalten, sonst räumt er unsere Vorräte leer. Irgendwann wird es ihn umbringen. Das ist scheiße. Wo bekomme ich starken Schnaps? Im Muddy Rudder gibt's Trinks. Bell verwässert die alkoholischen Getränke, aber dafür sind sie billig. Es liegt im Unterdeck. Ey, ich war noch nicht fertig. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Was können Sie mir über die Geschichte von River City erzählen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich was drüber. Wie kommt es schon zu einer neuen Stadt? Bannon hat mal erzählt, dass ihm der Erfolg der Stadt zu verdanken sei. Vielleicht sollten Sie ihn mal fragen. Schön, dass er das jedem erzählt. Gut, danke, tschüss. Sie werden bestimmt bald wieder hier sein. Bestimmt. Ja, aber wir können uns mal Ihre Ware angucken, wo wir gerade dabei haben sind. Haben Sie sich schon entschieden? Ja, zeig mal deine Ware. Wir haben alle Arten von Medikamenten. Okay, Ameisen, Pheromone, Buffout, Red Arrays, 13 Stimpaks, das ist ganz schön geil, aber brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Tschüss. Sie werden bestimmt bald wieder hier sein. Garantiert.
Okay. Ach, hier steht auch super. River City Supply. Hier ist gar kein Händler. Shrapnel. Atomic Attire. A Quick Fix. Und hier ist Barry's Ballet. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich heiße Gary Staley und bin Gourmetkoch und Feinschmecker. Ich werde Ihre Mahlzeit zubereiten. Meine Spezialität sind Meyerlurk-Kuchen. Mein Leguan ist allerdings auch sehr beliebt. Okay. Bei Meyerlurk-Kuchen werde ich schwach. Von Meyerlurk kriege ich immer Blähungen. Ich bevorzuge Eichhörnchen. Ich bin hungrig, nicht jetzt, ich habe zu tun. Meyerlurk-Kuchen, der ist super. Dann habe ich was für Sie. Wussten Sie, dass Paulie Cantelli süchtig ist? Ja, ich habe das gewusst. Er kommt jede Nacht kurz vor Ladenschluss und versucht, Cindy dazu zu überreden, dass er abschließen darf. Zum Glück ist sie klug genug, sich nicht darauf einzulassen. So, Entschuldigung, ich muss eben was im Chat machen. Ich bin hungrig. Hier ist unsere Speisekarte. Dankeschön. Bier, Brahmin Steak, Kartoffelchips, Eichhörnchenbissen, Leguan am Stiel, Leguan, Meierlöckkuchen. Ja, die heilen aber gar nicht so viel. Also Meierlöckkuchen zu kaufen lohnt sich auch nicht wirklich. Wissen Sie was über die Geschichte von River City? Ich weiß, dass viele Läden geöffnet haben, als die Hydroponikanlage endlich funktionierte, aber das ist wohl kaum der Anfang von allem, oder? Da kann Ihnen vielleicht Vera Weatherly helfen. Sie ist ja sehr gesprächig und wenn jemand ein paar Geschichten aufgegabelt hat, dann sie. Vera Weatherly ist auch die, zu der wir, glaube ich, müssen für den kleinen Brian. Ja gut, ich sollte sie wieder zu ihren Kunden lassen. Vielen Dank für den Besuch in Gary's Galley. Gerne doch, Gary. Was? Ich suche nach Störenfrieden. Sind hier irgendwo welche gewesen? Nein, nein. Wer bist du? Ich bin gleich bei Ihnen. Willkommen in Gary's Galley. Kann ich Ihre Bestellung entgegennehmen? Nee, aber wieso heißt dieser Ort Gary's Galley? Das Lokal trägt den Namen meines Vaters. Er ist ein fantastischer Koch. Das ist sehr schön. Was ist Dr. Lees Geschichte? Sie ist nicht sehr gesellig. Sie bleibt immer in ihrem Labor im Heck. Sie ist klug. Ziemlich klug. Mhm. Wie ist es so, auf einem Riesenschiff zu leben? Hier ist es laut, dunkel und miefig. Hier sind wir in Sicherheit. Es gibt weder Supermutanten noch Raiders. Vielleicht findet Dr. Lee auch eine Möglichkeit, sauberes Wasser zu besorgen. Ah, vielleicht. Was haben Sie denn? Machen Ihnen die Männer hier auf dem Schiff das Leben schwer? Sie meinen, ob sie mich oft anbaggern? Nein. Die meisten sind sehr höflich. Sogar Männer wie Diego, mit denen ich flirten will, scheinen mich zu ignorieren. Oh, Sie und Diego sind also verliebt? Naja, zumindest einer von uns ist verliebt. Manchmal kommt es mir so vor, als würde er noch nicht einmal wissen, dass ich da bin. Oh, Sie sind eine Frau, verwirren Sie ihn einfach. Männer sind Schweine, vergessen Sie ihn. Ja, versuchen Sie es doch. Na klar, ich glaube nicht, dass ich ihn genug abfüllen kann, um ihn so weit zu bringen. Wenn ich bloß ein paar Ameisenpheromone hätte. Trini meint, denen kann kein Mann widerstehen. Bitte was? Ja, Geschichte von River City. Ich habe gehört, dass sie von Söldnern als Basis für Plünderungszüge nach DC gegründet wurden. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Okay. Ja gut, tschüss, Angela. Wir suchen Gary's Galley. Ja, ja. Wir müssen noch eine Ameisenpheromone kaufen. Was? Haben Sie meinen Mann Paulie gesehen? Haben Sie sich schon entschieden? Ja, der ist oben auf dem Schiffdeck. Ich habe gehört, dass Angela Staley in Diego verknallt ist. Die arme Frau. Ich wünschte, ich könnte ihr irgendwie helfen. Dieser Junge sollte einfach einmal Notiz von ihr nehmen. Das wäre für beide das Beste. Ja, ja. Dann gib mir mal deine Ameisenferum. Boah, sind die teuer. Mit so jemandem macht man... Ja, ja. Ja, bitte? Ich habe ein paar Pheromone der Ameisenkönigin, die vielleicht helfen könnten. Echt? Oh, danke. Damit kann ich Diego sicher verführen. Bestimmt. Damit wird er mich sicher heiraten. Wir werden so glücklich sein miteinander. Okay, tschüss. Vielen Dank für den Besuch in Gary's Galley. Das dürfen wir nicht vergessen. Das müssen wir mal im Auge behalten, ob die tatsächlich, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja auch nicht. Okay, gut. Soviel zum Markt. Jetzt geht's hier hoch. Was haben wir jetzt hier? Ein Motorrad natürlich. Flight Deck. Hier geht's auch hoch. Natürlich wieder der obligatorische Billardtisch.
Haben Sie nicht ein Bauteil, das Sie abgeben möchten? Hallo, Victoria Watts. Gibt's sonst noch was? Wir haben doch noch gar nicht geredet. Das ist die eine! Die hier, oh, der Android. Die von der Railroad. Tschüss, so die hier. Okay, und hier kommen wir jetzt ins Treppenhaus. Das ist der Weatherly Hotel. Oberdeck. Okay, komm nicht ins Treppenhaus, wir können kommen ins Oberdeck. Ich hoffe, Sie planen keinen Einbruch. Nein, nein. Hotelzimmertür. Zimmershoteltür. Hallo. Willkommen im Rivet City Supply. Ich habe von allem etwas hier. Ja, der gehört zu dem einen Laden unten, wie der aussieht. Ne? Wie geht's? Mein Name ist Seagrave. Seagrave Holmes. Ich habe hier praktisch von allem etwas. Der hat so ein rotes Leuchten. Haben Sie eine T51B? Nein, dann fehlt Ihnen noch was. Was für ein Ding? Eine Powerrüstung. Wenn Sie hier nur den Klugscheißer spielen wollen, dann gehen Sie woanders hin. Aber wenn Sie was verkaufen wollen, sind Sie bei mir goldrichtig. Naja. Was für ein Ding? Jaja. Bannon erzählte mir, Sie versuchten, ihm den Sitz im Rat zu klauen. Ihm den Sitz klauen? Wohl kaum. Er leitet den Rat, als handle es sich um sein privates Bankkonto. Voll er geil. Sollte nicht sich selbst, sondern alle Marktgeschäfte. Wie so ein echter Stadtrat irgendwie. Es ist höchste Zeit, dass er ersetzt wird. Ja. Wissen Sie, wo ich hier ein Trinken gehen kann? Das Weatherly Hotel ist eine gute Wahl. Es liegt am Oberdeck. Das war gerade. Wissen Sie was über die Geschichte von River City? Ach, ich weiß eigentlich nicht viel. Ich meine, die Stadt gibt's schon ewig. Und wir sind die ganze Zeit am Rudern, um sie in Schuss zu halten. Ich hatte schon von klein auf einen Schraubenschlüssel in der Hand und war beim Wiederaufbau dabei. Aber Politik hat mich noch nie interessiert. Fällt Ihnen jemand von damals ein, der mehr wissen könnte? Es ist wichtig. Der Einzige, an den ich mich erinnere, ist Mr. Pinkerton. Und der ist vor rund 10 Jahren gegangen. Nach einem Streit mit dem Wissenschaftsteam. Mhm. Er hatte einen Lagerschuppen im abgebrochenen Bug des Schiffes. Wir haben immer gedacht, dass er verrückt sein muss, seinen Kram dort zu lagern. Vielleicht hat er da ein paar Unterlagen aufbewahrt. Aber Vorsicht, das Schiff ist ein bisschen tückisch da unten. Okay, was können Sie mir über den Wiederaufbau sagen? Nun, das alte Mädchen musste ganz schön was einstecken. Besonders da, wo die Meyerlurks genistet haben und die Supermutanten versuchten reinzukommen. Die Mutanten und Meyers waren wohl so sehr damit beschäftigt, sich zu bekämpfen, dass wir Zeit hatten, diesen Ort schwimmtüchtig zu machen. Beantwortet das alle Ihre Fragen? So oder so. Wir sind hier in Rivet City und die Stadt ist jetzt in guten Händen. Das ist wohl wahr. Genug über Rivet City. Okay. Ich verliere schnell das Zeitgefühl, wenn ich über das alte Mädchen rede. Scheint ihm also wirklich ans Herz zu gehen, das Schiff. Was haben Sie zu verkaufen? Ich habe von allem etwas. Von allem? Na, zeig mal her. Also er hat Trash, ne? Ein bisschen Munition, Energiezellen, ein Elektronenladeteil, das ist für die Gatling Gun. Kampfrüstungen, Instapyri, Laserpistole. Motorradhelm, wahrscheinlich sein eigener, den er auf dem Kopf hat. Ja, passt im Packs, gut. Tschüss. Also wenn man ganz über die leer kauft, hat man sehr viele Simpex. Sharon, pack die weg. Warum hast du die in der Hand? Sharon. Zimmers Hoteltür, ja. Willkommen im Weatherly Hotel. Hallo, Vera Weatherly. Willkommen im Weatherly Hotel. Ich bin Ihre Gastgeberin, Vera Weatherly. Der Name Weatherly ist voll geil, oder? Haben Sie irgendwelchen interessanten Klatsch gehört? Nun, ich sollte es Ihnen ja eigentlich nicht erzählen, aber haben Sie schon von Pauli Cantelli gehört? Ja. Er ist medikamentenabhängig. Seine arme Frau Cindy weiß weder ein noch aus. Gibt es irgendwelche witzigen Gerüchte? Haben Sie es noch nicht gehört? Angela ist scharf auf Diego. Aber da er ein Priester ist, hat er sie abblitzen lassen. Eines Tages wird sie sich einfach auf ihn stürzen. Oh, scheiße, und wir haben dir jetzt die Pheromone gegeben. Haben Sie noch irgendwelche anderen Gerüchte gehört? Mr. Lopez verliert anscheinend allmählich den Verstand. Er steht oft stundenlang auf der Spitze des Brückenturms und starrt über die Stadt. Okay. Wie viel kostet ein Zimmer? Ein Zimmer kostet nur 120 Kronkorken. Das ist mein bestes Angebot. Na gut. Vera, ihr Neffe Brian, hat seine Familie verloren und braucht ein neues Zuhause.
Der arme Kleine. Ich weiß, wie das ist, Mutterseelen allein zu sein. Ich würde ihn liebend gerne bei mir aufnehmen. Keine Sorge, ich kann ihn ernähren und pflegen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass er in Sicherheit ist. Okay, Brian wird sein neues Heim lieben. Ich schicke ihn in Kürze vorbei. Oh, das ist wunderbar. Sollten Sie mal wieder nach Rivet City kommen, dann besuchen Sie uns doch mal. Sie sind jederzeit willkommen. Ist er eigentlich jetzt immer noch in dem Polenski-Sicherheitsbunker hinten? Willkommen zurück. Ah ja, nee, der ist bestimmt in einem Haus von seinem Vater. Ich habe gehört, dass Angela Stanley in Diego verknallt ist. Oh ja, sie ist ganz verrückt nach ihm. Er weist sie immer wieder zurück, verbringt aber gleichzeitig viel Zeit mit ihr. Das ist ihr gegenüber einfach nicht fair. Ja, die Ameisenpheromone regeln das jetzt, da bin ich mir sicher. Wissen Sie was über die Geschichte von River City? Nun, ich könnte Ihnen alles über mein Hotel erzählen, aber wie Rivet City entstanden ist, weiß ich leider nicht. Ich meine, man hört Gerüchte und macht sich dann selbst ein Bild. Ob's aber der Wahrheit entspricht, ich möchte Sie wirklich nicht in die Irre führen. Das ist sehr löblich. Gibt es jemanden, der mehr weiß? Nun, da fällt mir Seagrave ein. Der weiß vielleicht mehr drüber. Er ist schon von klein an hier und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sonst noch jemanden gibt, der dieses Schiff so gut kennt wie er. Mhm. Was haben Sie zu essen? Lesen Sie unsere Speisekarte. Okay, tschüss. Auf Wiedersehen. Ob man Stimpaks essen kann? Ich glaube nicht. Doc Meat. Sharon, pack doch die Schrotflinte weg. Okay, das ist jetzt das Wesley Hotel. Hallo, Sister? Man nennt mich Sister. Fragen Sie bloß nicht, warum. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Aber Sie sind doch ein Mann. Warum nennt man Sie Sister? Eine kluge Entscheidung. Was wollen Sie denn? Okay, jetzt haben wir es falsch angeklickt. Egal. Was wissen Sie über die Geschichte von River City? Sehe ich so aus, als ob mich das einen Dreck interessiert. Tschüss. Ich ebenfalls. Arschloch. Hi. Hallo, Mr. Buckingham. Willkommen im Weatherly, Mr. Buckingham, zu Ihren Diensten. Mhm. Wer ist dein Besitzer, Rostlaube? Och, Mann. Ich diene Miss Vera Weatherly, der Besitzerin des Weatherly Hotels. Okay, und was ist das hier für ein Ort? Dies ist das Weatherly Hotel. Es ist das beste Hotel von Rivet City. Und er sagt, muss es stimmen. Ja, tschüss. Jawohl. Also man könnte hier nachts halt überall einbrechen, ne? Hallo. Hi. Jetzt geht's da lang und hier lang. Rivet City Klinik, was ist hier? Gibt's hier ein Schild? Science Lab, Rivet City Klinik, was ist hier rum? Flag und Shrapnel. Eine Nuka-Cola, Leute. Youngs Tür. Hi. Hallo. Hi, hi. Bennens Tür. Marketplace, Treppenhaus. Okay. Dr. Prestons Tür. Hier ist die Klinik. Sie sind verletzt. Zum Glück ist das hier eine medizinische Einrichtung. Warum lassen Sie mich nicht mal einen Blick drauf werfen? Hallo, Dr. Preston. Sie befinden sich in der Klinik von Rivet City. Ich bin Dr. Preston. Sie sind Arzt, oder? Ich brauche Hilfe. Verstrahlung befreien. Schon mal was von einem Typen namens Pinkerton gehört. Pinkerton, was? Der Name weckt Erinnerungen. Behauptete, etwas gegen Strahlenvergiftung gefunden zu haben. Oder Lebensmittelvergiftung? Keine Ahnung. Er erzählte allen, er hätte Rivet City gegründet. Dabei brach er nur den Bug ab. Oder starb er dort? Keine Ahnung. Toller Arzt, wenn er sich null an wichtige Dinge erinnert. Haben Sie Stoff für mich? Könnte echt einen Kick gebrauchen. Was? Ein leicht auszuplünderndes Örtchen hier. Schon mal bestohlen worden. Kommen Sie ja nicht auf komische Gedanken. Ein Wort von mir und der Sicherheitsdienst ist da. Also, wenn Sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben, lassen Sie hören. Na, lass mal. Können Sie was über die Geschichte von River City fragen? Ach, ich würde Ihnen sehr gerne helfen, wirklich. Aber ich weiß so gut wie gar nichts über die Geschichte dieser Stadt. Was ist das für ein Arzt? Lassen Sie sich von meinem Alter nicht täuschen. Mich gibt es zwar schon eine ganze Weile, doch hier bin ich noch nicht so. Okay, das erklärt's. Gut. Medizinisches Material. Alles klar.
28 Stimpaks. Also ja, man kann sich Rivet City wirklich so gut ausstatten, wenn man viele Kronkorken hat. Tschüss. Aber wie gesagt, bevor wir jetzt großartig was kaufen, erstmal schön Pfeilchen skillen. Hey, wenn sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Ja, ja. Forschungslabor Dr. Lees Tür. Okay, Forschungslabor. Wir befinden uns jetzt hier direkt bei unserem nächsten Hauptaufgabenziel, nämlich bei Dr. Lee. Ja, 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 aber Dr. Lee. Dr. Lee versucht, ihr Leben zu retten, aber ihre ständigen Einmischungen machen das unmöglich. Treten Sie jetzt zur Seite. Die Arbeit von Frau Doktor an der Wasseraufbereitung ist sicher faszinierend, aber wisst ihr, was auf dem Spiel steht? Die Technik in dem Androiden. Sie wollen mir sagen, was auf dem Spiel steht? Ein Roboter ist ein Roboter, Zimmer. Egal, der ist so groß. Wie schön er angemalt ist. Und jetzt darf ich Sie bitten... Kleingeistige Ignoranten seid ihr. Schön angemalt, ja genau. Ihr könnt euch nicht mal ansatzweise vorstellen, was wir im Commonwealth geleistet haben. Wenn Sie schon so gescheit sind, wie wäre es, wenn Sie uns helfen? Hm? Nein, das fällt Ihnen nicht ein. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihr Ego mit. Ich gehe erst, wenn ich mit Dr. Lee gesprochen habe. Schickt sie zu mir, wenn sie ihren Chemiebaukasten satt hat und echte Forschung betreiben will. Von mir aus. Die Zeit drängt. Dr. Zimmer? Hey, Sie, sind Sie ein Laborassistent oder sowas ähnliches? Nein, dafür sehen Sie etwas zu verlebt aus. Kann man Ihre Dienste zufällig in Anspruch nehmen? Kommt darauf an, worum es geht. Haben Sie ein Problem mit meinem Aussehen? Wie amüsant. Sie haben meine Metapher als abschätzige Bemerkung missverstanden. Ich brauche jemanden von hier, verstehen Sie? Jemanden mit Elan. Mir ist höchst privates Eigentum abhanden gekommen. Kommen Sie zur Sache, Zimmer, Sie ignorantes kleines Arschloch. Worum geht's? Ah, eine Frau der Tat. Ich wusste, Sie sind die Richtige dafür. Eines muss klar sein. Es geht nicht um ein vermisstes Haustier oder ein Familienerbstück. Sie werden nach einem Androiden suchen. Wissen Sie, was ein Androide ist? Nein, dachte ich mir schon. Wissen Sie, wir sind längst über die primitiven Kübel hinaus, die Sie Roboter nennen. Wir haben künstliche Intelligenz geschaffen, fühlende Maschinen. Künstliche Menschen, die nach unserer Programmierung denken, fühlen und handeln. Manchmal aber geraten sie durcheinander und laufen weg. Ja, das kennen wir. Das ist letztlich die Aufgabe, die wir auch für die Railroader angenommen haben. Es ist natürlich komplett Fallout 4, das ist ja der Witz. Das war quasi die Aufgabe, die Fallout 4 schon so ein bisschen eingeleitet hat. Ich muss schon genau wissen, womit ich es zu tun habe. Was ist denn ein Android? Vergessen Sie einfach alles, was Sie über Roboter wissen. Diese Blecheimer sind Kinderspielzeug im Vergleich zu meinem Androiden. Androiden haben künstliche Haut, künstliches Blut und simulieren menschliches Verhalten, wie etwa das Atmen. Sie können sogar essen und verdauen. Okay, also gibt es Vorschläge für die Suche. Ich suche den Ort der Gesichtsveränderung und die dazu verwendete Ausrüstung. Sie haben es also geschafft, die Spur aufzunehmen. Gute Arbeit. Halten Sie mich über Ihre Fortschritte auf dem Laufenden. Und? Warum stehen Sie immer noch wie angegossen da? Na, Moment, stopp, stopp. Ah, ich nehme... Sagen Sie, Zimmer, ist Ihre Brieftasche genauso groß wie Ihr Mundwerk? Wie drollig! Natürlich werden Sie entlohnt! Ich habe die fortschrittlichste Technologie des Commonwealths zu bieten. Ich möchte etwas davon mit Ihnen teilen. Denken Sie nur daran, wie neidisch all Ihre Freunde sein werden. Ja, der Android ist tot. Hier ist eine interne Komponente. Was? Zeigen Sie her. Das ist ein Neuroservo. Das hat nur der A321. Sie sagen, Sie haben das aus seiner Leiche?
Anders hätten sie das wohl auch nicht kriegen können. Verdammt. Ich hatte befürchtet, dass es so kommen würde. Hier in diesem Ödland. Nun gut. Hier haben Sie 50 Kronkorken für Ihre Mühe. Kaufen Sie sich damit ein bisschen Wissen. Hier draußen in dieser Hölle. Auf Wiedersehen. Hallo. Das ist nah genug. Aufgabe erfüllt, der vervielfältigte Mensch. Und damit haben wir jetzt auch nochmal ein bisschen Karma bekommen. Ich glaube, wir können nachher auch noch eine Person treffen, also diesen Androiden. Anna Holt. Was darf's denn sein? Die ist ja gut drauf. Ich suche meinen Vater, haben Sie ihn gesehen? Hören Sie, einige von uns versuchen hier zu arbeiten. Es gab in letzter Zeit schon genug Unterbrechungen. Jeder, der hier durchkommt, muss an Dr. Lee vorbei. Warum gehen Sie nicht einfach ihr damit auf die Nerven? Ist Dr. Lee so schlau, wie man sagt? Sie steckt fast alle hier locker in die Tasche. Aber das heißt nicht viel. Was? Kann man hier irgendwo einen trinken gehen? Ein sauberes Lokal wäre nicht schlecht. Das Weatherly Hotel ist eine gute Wahl. Es liegt am Oberdeck. Okay, tschüss. Bis später. Sehr gesprächig. Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Dr. Lee, okay. Hier haben wir Wackelkopfpuppe Intelligenz. Oh yeah. Sie haben eine Vortec Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Die Intro auf dem Sockel lautet, man braucht die klügsten Köpfe, um zu erkennen, dass es immer etwas zu lernen gibt. Ihre Intelligenz wurde dauerhaft um 1 erhöht. Ich auch. Nichts dringt durch. Hallo, Janice Kaplinski. Ich heiße Janice Kaplinski und ich bin die Chefbotanikerin. Was brauchen Sie? Botanikerin? Ich suche meinen Vater. Haben Sie ihn gesehen? Ich habe gesehen, wie ein Mann mit Dr. Lee gesprochen hat. Aber ich sollte nicht darüber reden. Sie hat bereits schlechte Laune und ich möchte sie nicht noch mehr reizen. Okay. Sie sollten vielleicht einfach mit ihr darüber sprechen. Wäre eine Idee, ne? Wissen Sie etwas über die Geschichte von River City? Wenn es nichts mit dem Wissenschaftlerviertel zu tun hat, kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Und Dr. Lee hat viel zu tun. Sie darf nicht gestört werden. Okay, tschüss. Auf Wiedersehen. Botanikerin sieht man hier auch. Wird alles erforscht. Perfekt, ich bin bereit. Wer bist du? Hallo, ja, Garza. Bitte entschuldigen Sie mich, es gibt viel zu tun. Ja, was machen Sie hier? Ich helfe Dr. Lee, wenn Geräte verstellt werden müssen. Ich bin kein Wissenschaftler, ich helfe nur mit den schweren Sachen. Das ist doch nett, die Hilfe braucht man ja auch. Okay, Dr. Lee? Der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Ich bin es wirklich leid, das immer wieder sagen zu müssen. Sie sind das. Meine Güte, Sie sehen ihm so ähnlich. Sie sind die Tochter von James, nicht wahr? Was machen Sie hier? Wisst ihr noch, bei unserer Geburt? Da war sie dabei. Da war nämlich James und sie. Und unsere Mutter war ja links. Sie hat bei der Geburt geholfen. Bei unserer Geburt. Sie kennen meinen Vater. Haben Sie ihn gesehen? Moment, woher wissen Sie, wer ich bin? Kennen wir uns? Sie waren damals zu jung, um sich jetzt noch dran erinnern zu können. Und James hat wahrscheinlich nie von mir gesprochen. Typisch. Ich bin Dr. Madison Lee. Vor vielen Jahren habe ich mit Ihren Eltern zusammengearbeitet. Jetzt betreibe ich hier in Rivet City das Forschungslabor. Das hier war meine einzige Option. Als Ihre Mutter starb, ging Vater mit Ihnen weg. Er ließ die Arbeit hinter sich. Wir konnten nur dasselbe tun. Okay. Das heißt, wir wurden gar nicht in Vault 101 geboren, hä? Huh? Ich versuche, meinen Vater zu finden. Haben Sie ihn gesehen? Heißt das, dass Sie sich noch nicht mit ihm getroffen haben? Ich hatte angenommen, dass er Sie hergeschickt hat. Sollten Sie nicht sowieso in einer Vault sein? James sagte, dass er sie dort zurückgelassen hatte. Hier geht's nicht um mich, sondern um meinen Vater. Wo ist er? Ich verließ die Vault, um nach ihm zu suchen. Das stimmt. Ach ja? Mein Eindruck war, dass das genau das Gegenteil von dem ist, was er wollte. Wahrscheinlich. Naja, hier werden Sie ihn nicht finden. Er war hier und ist schon wieder weg. Tut mir leid, wissen Sie, wohin er gegangen ist? Ihr Vater bestand darauf, am Projekt Purity weiterzuarbeiten. Ich habe ihm gesagt, dass zu viel Zeit verstrichen ist und es nicht funktionieren wird. Aber natürlich hat er nicht auf mich gehört. Sagte, er kann beweisen, dass es funktioniert und ist zum alten Labor aufgebrochen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Wo ist Ihr altes Labor? Es ist im alten Jefferson Memorial Gebäude, nordwestlich von hier. Bitte, folgen Sie ihm nicht. Es war dumm von ihm, sich überhaupt alleine auf den Weg dorthin zu machen. Okay, können Sie mir nochmal sagen, wo mein Vater jetzt hin ist? Im Kontrollraum von Project Purity nach Papa suchen. Ich weiß nur, dass er zurück zum Labor des Projekts Purity wollte, im alten Jefferson Memorial Gebäude. Ich bin immer noch der Meinung, dass es gefährlich ist und dass er es nicht hätte riskieren sollen. Mehr weiß ich auch nicht. Okay, ihr wisst ja noch, was unser Vater erzählt hat mit dem Anfang und das Ende, Alpha und Omega, das Wasser des Lebens, das hängt mit Project Purity zusammen. Können Sie mir mehr über meine Eltern erzählen?
Sicher kann ich Ihnen von Ihren Eltern erzählen. Ich habe lang mit Ihnen zusammengearbeitet, bis Ihre Mutter starb und Ihr Vater uns verließ. Was möchten Sie noch wissen? Wie war denn mein Vater damals? James. Er war sehr engagiert. Wollte die Welt verändern. Naja, das wollten wir damals wohl alle. Er konzentrierte sich nur auf zwei Dinge. Auf den Erfolg des Projekts Purity und auf ihre Mutter. Als ihre Mutter starb, gab er auf, denke ich. Ich weiß, dass er auch sein Kind beschützen wollte. Aber irgendwie war es auch eine Flucht. Trotzdem hat er es anscheinend nie ganz verdaut. Ich bin ziemlich schockiert, dass er es nach all der Zeit nochmal versuchen will. Ja, das heißt also, wir sind wirklich nach unserer Geburt von River City nach zur Vault gegangen. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt. Was können Sie mir über sie erzählen? Naja, ihre Mutter war eine gute Frau. Eine engagierte Wissenschaftlerin. Ihr Vater hat sie sehr geliebt. Ihr Tod hat alle schwer getroffen. Sie hatte sich so auf ihre Geburt gefreut. Oh, warum ist meine Mutter gestorben? Was ist passiert? Es gab Komplikationen bei der Geburt. Niemand hatte es erwartet. Wir waren nicht optimal darauf vorbereitet. Sie müssen verstehen. Wir hatten nur alte, heruntergekommene Geräte. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Ich verstehe, ich bin sicher, es wurde nichts unversucht gelassen. Sie waren nicht vorbereitet, meine Mutter ist tot. Was auch immer, ich habe sie sowieso nicht gekannt. Ja, ich glaube nicht, dass unser Vater unsere Mutter absichtlich hat sterben lassen, also... Ja, nur... Leider war es nicht genug. Okay. Könnten Sie mir eventuell helfen? Hören Sie, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe nicht die notwendigen Mittel, um James idiotische Absichten oder Ihre Suche nach ihm zu unterstützen. Tut mir leid. Kommen Sie schon, Sie müssen noch was tun können, um mir zu helfen. Ein paar Stimpacks kann ich schon abgeben. Ist nicht viel, aber vielleicht wird es dadurch einfacher für Sie. 5 Stück, danke schön. Ich würde gerne mehr über Sie erfahren. Was? Naja, was soll ich Ihnen da erzählen? Ihr Vater und ich, wir arbeiteten lange Zeit zusammen. Ich glaube, wir standen kurz vor unserem Ziel. Aber dann gab es Komplikationen. Das Projekt wurde aufgegeben und Ihr Vater verschwand. Ich bin hierher nach River City zurückgekehrt und habe das Labor eingerichtet, das Sie hier sehen. Ah, okay, also wir haben zusammen im Jefferson Memorial... Wurden wir dann im Jefferson Memorial geboren oder in River City? Erzählen Sie mir von dem Projekt, an dem Sie und mein Vater gearbeitet haben. Wir nannten es Projekt Purity. Was genau möchten Sie wissen? Was sollte da denn bezweckt werden? Wir hatten wirklich ein ganz einfaches Ziel. Frisches, sauberes Wasser für alle. So eine simple Idee. Und doch unmöglich zu realisieren. Unser Plan war der Bau einer Anlage, die das ganze Wasser im Tidebecken auf einmal reinigen kann. Keine Strahlung, kein Schlamm, nur sauberes Wasser. Es stellte sich nur als schwieriger heraus, als wir gedacht hatten. Okay. Und warum hat es nicht funktioniert? Das Prinzip funktionierte schon. Wir verstanden den Großteil der zugrunde liegenden Technik. Leider ist in der Gegend wirklich alles verstrahlt. Mit kleineren Tests hatten wir bereits Erfolg. Aber sobald wir die Tests in größerem Umfang durchführten... funktionierte es nicht mehr. Vielleicht, wenn wir mehr Zeit oder eine bessere Ausrüstung gehabt hätten. Ja, ihr müsst das ja so sehen, dass ja in Fallout 3 sehr konsequent alles Wasser verstrahlt ist. Jede kleine Pfütze ist verstrahlt und die wollten wirklich eine Methode entwickeln, um dieses verstrahlte Wasser zu reinigen und sozusagen aufbereitetes Wasser in Massen zu produzieren. Na, ich weiß nicht, wo das aufbereitete Wasser herkommt, was man so findet, aber die wollten sozusagen im Projekt Purity reines Wasser machen. Die wollten verschmutztes Wasser mit irgendeiner Apparatur in reines Wasser umwandeln. Warum haben Sie Ihre Arbeit abgebrochen? Was ist passiert? Sie wurden geboren. Aber es ging nicht nur um Sie. Wir hatten sowieso schon zu viele Probleme. Und Ihre Geburt brachte das fast dann zum Überlaufen. Ihr Vater entschied, dass Sie wichtiger als unsere Arbeit waren und ging. Er hat uns alle verlassen. Oh. Als er weg war, entschied die Bruderschaft, dass wir Ihre Zeit nicht mehr wert waren. Ohne ihren Schutz mussten wir den Aufbereiter aufgeben. Ah, die standen unter dem Schutz der Bruderschaft. Was ist das hier für ein Labor? Was machen Sie hier? Das ist das Forschungslabor von River City. Es hat viele Jahre gedauert, um es einzurichten, aber wir haben es geschafft. Unsere Forschung im Bereich der tragbaren Fusionsenergie und der Hydroponik schreitet ganz gut voran, wenn auch nicht ganz nach Zeitplan. Mhm. Und was ist River City für ein Ort?
River City ist eine der wenigen zivilisierten Bastionen im Land. Wir wollen unsere Gesellschaft neu aufbauen, um die Welt wieder bewohnbar zu machen. Okay. Und was wissen Sie über die Geschichte dieser Stadt? Ich kann Ihnen alles über das Forschungslabor erzählen. Doch auch wenn ich von Anfang an dabei war, weiß ich nicht wirklich viel über die Entstehung. Es scheint alles schon Ewigkeiten her zu sein. Und leider hatte ich in den frühen Jahren unheimlich viel um die Ohren. Mhm. Okay, tschüss. Viel Glück bei der Suche nach Ihrem Vater. Aber wollte die uns nicht mehr über Pinkerton sagen, laut Aufgabe? Die Geschichte anhand anderer Quellen überprüfen. Okay. Gut, danke Dr. Lee. Wie sehen denn jetzt eigentlich unsere Werte aus, unsere Fähigkeiten? Wir haben jetzt nochmal ein bisschen Energiewaffe, Wissenschaft 77... Na gut. Okay, ich glaube, das war's hier aber auch schon, ne? Ja, wie gesagt, es ist ein relativ kleines Forschungslabor. Alter, was... Hey, passen Sie auf! Ups! Wie aggressiv die mal guckt. Okay, das war's Forschungslabor. Ja, okay, also wir haben viel erfahren. Unser Vater war hier, ist aber aufgebrochen zu Project Purity. Mitteldeck. Da waren wir noch gar nicht, ne? Nein. Ich glaube nicht, dass Sie es sind. Capital Surface Society? Was? Oh, stimmt ja. Ihr seht schon, hier hängt so ein Flugzeug an der Decke. Hier sind ganz viele alte Plakate. Es sieht aus wie so ein kleiner Museumsraum irgendwie, ne? Ihr seht ja, ihr erkennt es ja wahrscheinlich auch schon. Hier ist so ein alter Projektor, alte Baseball-Sachen. Hier scheint jemand zu leben, der sehr viel Wert auf altes Zeug legt. Irgendwelche alten Schriftstücke. Willkommen bei der Gesellschaft zur Erhaltung der Hauptstadt. Oh Gott. Die Verfassung der Vereinigten Staaten wurde 1786 aufgesetzt und ein Jahr später vom Verfassungskonvent in Philly übernommen. Dieses Dokument definiert die Organisation der US-Regierung und legt die Regeln und Bestimmungen Artikel genannt dar. Zudem liegen Abänderungen der Artikel durch regierende Präsidenten während ihrer Amtszeit vor, sogenannte Zusatzartikel. Die Gesellschaft besitzt die einzig bekannte erhaltene gebliebene Kopie des Dokuments, die im Jahr 2256 aus den Ruinen des Nationalarchivs geborgen wurde. Emanzipationsproklamation. Das war ein Dokument, das der amtierende charismatische Präsident Abraham Lincoln im Jahr 1862 erlassen hatte. Diese Verfügung des Präsidenten war der Anfang vom Ende der Sklaverei in den Vereinigten Staaten, obgleich die Proklamation während des Bürgerkrieges erlassen wurde und damit zur Kriegsmaßregel wurde, ebnete sie den Weg zum 13. Zusatzartikel der Verfassung, der die Sklaverei ein für alle Mal abschaffte. Gettysburg Address. Die Gesellschaft zur Erhaltung der Hauptstadt ist stolz, eine Kopie eines der bedeutendsten und erfolgreichsten Ansprachen in der Geschichte der Vereinigten Staaten in ihrem Besitz wissen zu dürfen. Diese Ansprache des erstaunlich intelligenten Abraham Lincoln am Donnerstag, dem 19. November 1863, legte das Fundament, welches später die Grundlage der Demokratie in den Vereinigten Staaten bildet und die Maßstäbe für ein Land mit einer Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk bilden sollte. Monroe-Doktrin. Die Monroe-Doktrin wurde im Jahr 1823 von dem unbedeutenden Präsidenten James Monroe vorgelegt. Das Dokument warnt die europäischen Mächte dieser Zeit, sich nicht in die Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre einzumischen und führt als Beispiel die Kolonialisierung und Marionettenregierung als mögliche Intoleranzen auf. US-Kriegserklärung an Deutschland. Teil unserer Sammlung ist eine Kopie der formellen Kriegserklärung an Deutschland während des Zweiten Weltkriegs am 11. Dezember 1941 seitens der US-Regierung unter Befürworter und Präsident Franklin D. Roosevelt. Während das Dokument nicht den Glanz anderer Meisterwerke wie die Emanzipationsprogrammation besitzt, diente sie dennoch als Erinnerung an die Welt, dass die Vereinigten Staaten keine Macht sind, mit der man leichtfertig umgehen kann. Kriegserklärung an China. Obgleich es unklar ist, wann die Kriegserklärung an China verfasst wurde, einige sagen im Jahr 2066, als die Chinesen in Alaska einfielen, anders als im Jahr 2067, als gegen China die erste Power-Rüstungsanzüge zum Einsatz kamen, ist es das letzte bekannte Dokument von Bedeutung, das die Regierung der Vereinigten Staaten vor Abwurf der Bomben aufgesetzt hat. Hätte die Deklaration die Hartnäckigkeit eines stärkeren Präsidenten wie Abraham Lincoln im Rücken gehabt, wer weiß, wie diese erschütternden Jahre ausgegangen wären. Okay. Da fehlen aber ein paar Dokumente, oder? Ich sehe nur 4.
sehen die echten Dokumente so aus? Das wäre eine Frage. Kann man hier jetzt die Kriegserklärung an Deutschland oder irgendeine Doktrin erkennen? Das würde ich mal gerne wissen. Okay. Na gut, hallo Abraham Washington. Bei der Gesellschaft zur Erhaltung der Hauptstadt. Ziemlich beeindruckende Sammlung, nicht wahr? Kommen Sie, trauen Sie sich, sehen Sie sich um. Mein Name ist Abraham Washington, Kurator dieses kleinen Ausschnitts amerikanischer Geschichte. Ja, so beeindruckend finde ich das jetzt eigentlich nicht. Ich meine, die Dokumente sind ganz cool, aber sonst ist das alles sehr trash. Eine interessante Müllsammlung. Ah gut, ich war gerade auf der Suche nach etwas Brennmaterial. Nein, also wenn er jetzt so eine starke Bindung zu dem Zeug hat, dann sollten wir das auch würdigen und lieber sagen, ja, interessant ist es ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Dokumente da hinten. Ah, Sie sind also ein gebildeter Mensch. Wie schön. Naja. Jedes Dokument in diesem Raum erzählt einen kleinen, aber wichtigen Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Leider aber fehlt der Sammlung das wichtigste Stück von allem. Ich schaffe es einfach nicht, in diesem Schnarch-Artorium wach zu bleiben. Ja, ich beiße an. Welches Dokument fehlt? 1776 trat der zweite Konjugalkongress zusammen und verabschiedete ein Dokument, das von niemand anderes als Thomas Jefferson selbst aufgesetzt wurde. An diesem Tag bekamen die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Namen und sicherten sich ihren Platz in den Annalen der Geschichte. Diese herausragende Leistung wurde mit der Unabhängigkeitserklärung in die richtige Form gebracht. Wenn ich Ihnen diese Erklärung bringen soll, müssen Sie mir nur Bescheid sagen. Dann will ich mal meine Meinung ändern. Ich soll für Sie auf die Suche gehen. Worauf wollen Sie hinaus? Überspringen wir die Geschichtsstunde. Ja, wenn ich Sie holen soll, sagen Sie es. Ach, wirklich? Das würde für mich und diese Sammlung hier sehr viel bedeuten. Immer langsam, Opa. Was ist die Belohnung? Ja, gern würde ich in die Geschichte eingehen und Ihnen die Erklärung bringen. Hervorragend! Sie werden es nicht bereuen. Das verspreche ich Ihnen. Sie sind Teil der amerikanischen Geschichte. Ich beneide Sie. Die Unabhängigkeitserklärung liegt in den Ruinen des Nationalarchivs. Nicht im Geschichtsmuseum. Ah, ich glaube, ich weiß, wofür wir zum Geschichtsmuseum müssen. Der Raub der Unabhängigkeit. Ich habe Fragen zu... Ja, ich habe mich etwas umgeschaut. Ah ja, und sind Sie zu einer Entscheidung gekommen? Interessante Sammlung. Ah. Okay. Ja, das haben wir doch schon gemacht. Warum kann man es gleich denn nochmal machen? Ja, ich habe Fragen zur Unabhängigkeitserklärung. Fragen Sie, Wissen ist Macht, wie es so schön heißt. Woher all die Infos über die Unabhängigkeitserklärung? Ich hasse Geheimnisse. Nun ja, das ist mir jetzt etwas peinlich. Ich habe bereits jemanden auf die Erklärung angesetzt. Die Frau stellte Nachforschungen an, aber ich habe sie seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen. Aber seien Sie unbesorgt, es sind schon viele für weniger bedeutende Ziele gestorben. Okay, und wie sieht die Unabhängigkeitserklärung aus? Sie besteht aus einer Art dickem Papier, sogenanntem Pergament und verblichener Handschrift. Okay. Sie ist etwa einen Dreiviertelmeter hoch und etwas mehr als einen halben Meter breit. Sie sollten in der Lage sein, sie vorsichtig zusammenzurollen. Okay, und was steckt hinter diesem Dokument? Am 4. Juli 1776 trat eine Gruppe namens Zweiter Konjugalkongress in Fort McHenry in Maryland zusammen. Nach einer Feier, an deren Ende Paul Revere das berühmte Kampflied sang, auch bekannt als Nationalhymne, wurde das Dokument unterzeichnet. Dann wurde es nach England geschickt, wahrscheinlich mit dem Flugzeug, und König George vorgelegt. So begannen die sogenannten Evolutionskriege. Okay. Noch eine andere Frage? Aber sicher. Können Sie mir mal auf einer Karte zeigen, wie ich zum Nationalarchiv komme?
Das Nationalarchiv, oder besser gesagt das, was davon übrig ist, befindet sich in den Ruinen von DC. Das Dokument wird dort in einem Glasbehälter aufbewahrt. Aber passen Sie auf, das Gebäude ist voll von Supermutanten. Waren wir da nicht schon? Hier, ich zeige Ihnen, wo das Archiv liegt. Da waren wir doch schon, aber jetzt hinzugefügt, scheinbar doch nicht. Nee, das war ja die Nationalgarde, im Nationalarchiv waren wir glaube ich noch nicht. Kennen Sie die Geschichte von River City? Komisch, jetzt wo Sie fragen. Ich kann Ihnen alles über die Hauptstadt erzählen, aber ich habe keine Ahnung von River City selbst. Toll. Ich wüsste nicht, wieso sie wichtiger sein sollte als die der Hauptstadt. Aber vielleicht weiß Bannon etwas. Schließlich ist er im Regierungsrat. Regierungsrat, Stadtrat, Kollege. Tschüss. Denken Sie daran, sorgfältig mit dem Dokument umzugehen. Es ist ein sehr wichtiger Teil unserer Geschichte. So ein richtiger Enklave-Fanatiker, der Typ. Nationalarchiv. Das ist beim Technischen Museum, also an der Promenade wahrscheinlich. Ja, schöne Sammlung. Wir gucken nochmal. Funkgerät, Harmonika hat er hier noch. Okay. Ja, das hängende Flugzeug hier ist ganz cool. Ich frag mich nicht, was der da macht. Bisschen Rückengymnastik. Ja, ja. Okay. Map. Von da kommen wir, glaube ich. Map. Was ist hier? Das Wissenschaftslabor nochmal. Do not enter. Kentellis Tür. Nee. Hallo. Hi. Angela wäre garantiert nicht gerade erbaut darüber. Wer hat da gerade geredet? Ich weiß es nicht. Kaputter Terminal. Hi. Bleiben Sie mir vom Leib. Was wollen Sie? Sind Sie einer von denen? Ja, und zwar von schon seit Jahren. Ich tue Ihnen doch nichts. Wovor haben Sie überhaupt Angst? Ich denke, Ihnen kann ich es erzählen. Ich war einmal ein Sklave. Ich habe auf diesem Schiff einen Sklavenhändler namens Sister gesehen. Ich habe Angst, dass er hinter mir her ist. Oh mein Gott. Keine Sorge, ich würde einen entflohenen Sklaven nie verpfeifen. Ich befreie ja selber Sklaven. Wirklich? Oh, danke schön. Können Sie mir helfen? Ich mache mir solche Sorgen, wenn er da ist. Ich kann nachts kaum noch schlafen. Ja, hier. Kaufen Sie sich eine Waffe? Danke. Ich werde kurz vor Ladenschluss bei Flag and Shrapnels reinschauen. Ich kann Ihnen nichts geben, aber ich glaube, ich kann Ihnen ein Geheimnis anvertrauen. Sollten Sie jemals in den Norden kommen, dort gibt es ein geheimes Sklavenversteck, den Tempel der Einheit. Dieses Versteck könnte Ihnen helfen. 25 Kronkorken entfernt und wahrscheinlich eine Kartenmarkierung. Ich möchte jetzt lieber alleine sein. Ja, okay, ich gehe ja schon. Kartenmarkierung hinzugefügt. Okay, der Tempel der Einheit, da gibt es auch noch eine Aufgabe später. Das wird super. Stelleys Tür. Nee, ich muss... Oder? War der das? Nee, ne? Nee. Hi! Hallo, Fräulein. Hallo, James Hargrave. Um was geht's? Wo ist denn deine Familie? Meine Mutter ist wahrscheinlich betrunken und mein Vater tot. Reicht Ihnen das, Sie Mistkerl? Was? Hab dich auch lieb, Kleiner. Hey, ganz viele Aktenschränke. Hä? Warum ist der denn schwer verschlossen? Okay. Da geht es jetzt zum Treppenhaus. Aber wir waren, glaube ich, hinten noch nicht an der anderen Ecke, oder? Ja. Garza kennen wir schon. Da waren wir schon drin. Da kommen wir nicht rein. Aber hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ne? Ist alles ein bisschen verwinkelt. Ah, nee, ist das Science Lab. Hier waren wir noch nicht. So. Das ist so ein richtiger Mifi-Raum. Mief. St. Monica's Church. Hey, Diego. Ich bin Diego, der Messdiener der Kirche von St. Monica. Ah, und wer ist diese St. Monica?
St. Monica hat die Seele ihres eigenen Sohnes vor der ewigen Verdammnis gerettet. Jetzt ist sie für alle Gläubigen die Schutzpatronin der verirrten Kinder. Sie sollten am Sonntagmorgen wirklich in die Kirche gehen. Die Predigt dreht sich rund um St. Monica. Boah, ich glaube, da passe ich lieber. Ich würde gern was für die Kirche spenden. Ich glaube, es geht los. Es gibt eine Kirche in River City? Aber natürlich gibt es eine Kirche. Pater Clifford leitet die Messe jeden Sonntagmorgen. Sie sollten mal vorbeikommen. Nee, danke. Wenn Sie der Messdiener sind, wo ist dann der Priester? Pater Clifford ist der Priester. Die Kapelle ist vorn am Bug, auf dem Oberdeck. Unser verehrter Pater hält dort jeden Sonntagmorgen die Messe. Das meint er wirklich ernst, ne? Ja, wissen Sie was über die Geschichte von River City? Ich habe gehört, dass sich hier einst Raiders niedergelassen hatten, bis irgendwer aufräumte. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja, die einen sagen, das war mal für Söldner, für Kopfgeldjäger, der sagt jetzt für Raider, irgendwie auch alles widersprüchlich. Tschüss. Gott segne Sie. Ja, dich auch. Es ist Zeit für unser Abendessen, Pater Clifford. Hallo Pater Clifford. Warum liegt denn da? Ich frag mal nicht. Pater Clifford. Ich bin Pater Clifford. Dies ist die Kirche von St. Monica. Sie sind Priester. Ja, ich bin Priester. Ganz River City ist meine Gemeinde. Kommen Sie diesen Sonntag doch zur Messe. Ich erzähle Ihnen die Geschichte von St. Monica. Ich würde gern passen. Und wer ist das? Sie ist die Schutzpatronin aller verirrten Kinder und bei den Gläubigen von River City sehr beliebt. Seltsam, dass Sie noch nie von ihr gehört haben. Falls Sie Ihre Geschichte hören wollen, sie wird am Sonntag das Thema meiner Predigt sein. Die Messe beginnt um 8 Uhr. Sie sollten vorbeikommen. Ich weiß ja nicht. Was wissen Sie über die Geschichte der Stadt? Ach, es ist nicht die Vergangenheit der Stadt, die mich beschäftigt, sondern die Zukunft ihrer Bewohner. Aber wenn es Sie wirklich interessiert, würden Miss Weverly oder Mr. Bannon sicher zu gerne mit Ihnen darüber plaudern. Aber den haben wir schon geredet. Tschüss. St. Monica segne Sie. Ja, ja. Aber Hauptsache Maddox und eine leere Whiskyflasche unterm Predigt-Theresen, ne? Ja, ich hoffe, Sie tun bald was. Ich erinnere mich da an das Kind, das letztes Jahr vom Deck gestürzt ist. Pfarrerhaustür. Ah, wir müssen mal gucken, ob wir hier bald mal ein paar Schlösser knacken. Das wäre schon lustig, oder? Ich suche nach Störenfrieden. Sind hier irgendwo welche? Seagrave Holmes. Ist das nicht das, wo wir was klauen sollen? Ihr wisst schon. Ich hoffe, Sie planen keinen Einbruch. Nein. Ich meine, das war doch der Typ in dem Stadtrat, ihr wisst doch, ne? Convinces, wie auch immer. Willkommen beim Computer. Idee für Überlebenswaffe. Ich hatte eine Idee für eine Überlebenswaffe. Überall im Ödland liegen diese Gleisnägel herum. Ich müsste doch eine Art von Steuer bauen können, mit der blabla Gleisnägel. Bannon. Dr. Lee, wir wissen beide, dass Bannon nicht die beste Interessen von River City verfolgt. Er denkt nur an seinen eigenen Profit. Für eine einzige Krokork mehr würde er seine eigenen Kinder verkaufen, wenn er welche hätte. Er muss abgesetzt werden. Ich würde mit Freude an seine Stelle treten. Seagrave, ich möchte nicht in politische Intrigen hineingezogen werden. Bannon hat nichts verbrochen. Sollte er je etwas wirklich Schlimmes für Real City anrichten, werden sich die anderen Ratsmitglieder darum kümmern. Bis dahin habe ich ein Labor zu leiten. Interessant. Seagraves belastender Brief. Oh mein Gott. Sie haben uns jetzt bereits zweimal abgewiesen, Holmes. Dies ist mein letzter Appell. Wir waren einmal Freunde. Wir haben miteinander Geschäfte gemacht. Ich will lediglich unsere Produkte in River City verkaufen. Ich bin sicher, dass die Stadt Sklaven gebrauchen könnte, die beim Wiederaufbau helfen. Paradise Falls hat Sklaven zu verkaufen und zu einem guten Preis. Sie haben mir früher Ödländer verkauft, die sie gefangen genommen haben, bevor sie so überheblich geworden sind. Ihre Weste ist nicht so rein, wie sie vorgeben.
Helfen Sie mir, dann können wir beide vom Profit machen. Olo G. Jones. Oh mein Gott, er hat früher Sklaven gekauft. Das gehen wir mal direkt dem guten Bennen sagen, oder? Der ist ein ehemaliger Sklavenhändler, das geht ja gar nicht. Hallo. Hi. Willkommen im Potomac Attire. Ich glaube, ich hab sie. Ja. Haben Seagraves Zimmer einen Brief gefunden von solchen Sklavenhändlern? Tatsächlich? Ich meine, ich bin fassungslos. Wirklich, fassungslos. Erzählen Sie Denvers von dem Brief, sofort. Damit hat er keine Chance, meinen Platz im Rat zu übernehmen. Sagen Sie ihr aber nicht, dass ich Ihnen aufgetragen habe, den Brief zu suchen. Das würde böse nach hinten losgehen. Wer ist denn Denvers? Hallo. Tammy Hargrave. Ich heiße Tammy. Haben Sie in letzter Zeit meinen Taugenichts von Sohn gesehen? Der kleine Mistkerl hat normalerweise nichts als Unfug im Kopf. Aha. Es gibt keine schlechten Kinder, nur schlechte Eltern. Na, das stimmt nicht ganz. Auch andere Einflüsse können Kinder versauen. Einige Kinder werden einfach unter einem schlechten Stern geboren. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Das ergibt einen Sinn. Ich gehe später ins Muddy Rudder, um etwas zu trinken. Falls ich Sie dort sehe, können Sie mir einen Drink ausgeben. Was? Ja, Geschichte von River City? Lassen Sie mich in Ruhe. Hab schon genug um die Ohren, ohne dass Sie meine Zeit verschwenden. Boah, ist ja mal nett. Tschüss. Pfö. Hey, Cherry! Ja, du bist mein Held. Bild dir nicht zu viel darauf ein. Trotzdem aber danke, dass du mich von mir... Ja. Ich höre Dankbarkeit schon. Hallo! Hallo, gnädige Frau! Hallo! Ja, Fräulein! Hallo, kleines Mädchen. Okay, gut. Ich würde vorschlagen... Oh. Wer bist du denn? Nichts kann die Railroad aufhalten. Hallo. Hi. Gibt's eine Verwandtschaftsbeziehung mit CJ? Ich habe ebenfalls eine Tochter. Meistens ist sie mit diesem James Hargrave unterwegs. Aha. Warum lassen Sie diesen Bengel James Hargrave mit ihrer Tochter spielen? Das arme Kind. Seine Mutter, Tammy Hargrave, ist eine sehr bemitleidenswerte Frau. Sie verbringt zu viel Zeit in Muddy Rudder, säuft und flucht. Es tut mir so leid. Ich glaube, CJ übt einen guten Einfluss auf ihn aus. Aber ich mache mir Sorgen um die beiden. Das war der kleine Junge, der so frech war. Was machen Sie hier den ganzen Tag? Wir sind Glückspilze. Wir müssen nicht kämpfen, um überleben zu können. Wir haben ganz normale Jobs. Ich putze die Räume. Das klingt jetzt zwar nicht sehr beeindruckend, aber Sie hätten sie mal vorher sehen sollen. Okay. Ich recherchiere die Geschichte von River City. Können Sie mir was erzählen? Darüber weiß ich nichts. Soviel ich weiß, leben dort seit dem Krieg einige Überlebende. Ich bin nur froh, dass es die Stadt gibt. Wenden Sie sich doch mal an Bannon. Er ist ein wirklich wunderbares Ratsmitglied und würde Ihnen sicher nur zu gern Ihre Fragen beantworten. Willkommen im Livestream. Danke für Ihre Hilfe, Christy. Tschüss. Aber so richtige neue Infos haben wir nicht bekommen. Hey, ich hab deine... Sie haben gut daran getan, Zimmer das Teil zu geben und zu sagen, dass der Androide tot ist. Dafür werde ich Ihnen ein paar Informationen anvertrauen. Die Umwandlung des Androiden machte ein Mann namens Pinkerton hier in Rivet City. Er versteckt sich in der Längsseite des Schiffs. Sie werden schwimmen müssen, um zu ihm zu kommen. Aber wenn Sie wollen, kann Pinkerton Ihr Gesicht sicher auch rekonstruieren. Ihre Identität wird nicht verborgen, aber Sie können das Leben in einer neuen Haut erfahren und verstehen, dass wir alle doch nur Menschen sind. Ja gut, die interessanteste Info... Sind hier die interessanteste Info war natürlich, dass der Pinkerton überhaupt da ist. Was haben wir hier jetzt? Das Mitteldeck? Ich würde gerne ins Treppenhaus gehen. Okay, River City, Treppenhaus. So, das ist jetzt das Treppenhaus. Waren wir hier schon? Mitteldeck. Ja, da waren wir schon. Im Unterdeck waren wir noch nicht. The Muddy Rudder, genau. Erstes Mal Fallout 3. Nein. Also es ist mein, ich glaube so mein fünftes Mal. Ich habe das auch schon für YouTube mehrmals aufgenommen. Es ist eher so, weil ich mal wieder Bock auf das Spiel habe. Das habe ich schon sehr, sehr oft gespielt. Damals Xbox 360, dann zweimal, glaube ich. Zweimal auf PC und jetzt nochmal. Muddy Rudder Bar. Aber Fallout 3 ist so ein Spiel, das könnte ich immer wieder spielen. Deshalb nur. Sie sind nicht meine Mutter, Belle, also verschwinden Sie. Belle, geben Sie mir noch einen Drink. Das ist der allerletzte, Trini. Sie sind schon stockbesoffen. Geil, so durch die Decke reden, ist auch geil. Hallo, Trini. Mist, genau was in diesem Loch noch gefehlt hat. Eine weitere Frau. Gib mir entweder einen aus oder parkt deinen müden Hintern woanders. Ah, die ist ja gut drauf.
Tut mir leid, kein Interesse. Besorgen Sie sich selbst Ihre Drinks. Miststück! Selber! Diese Kerle wollen mir keinen Drink ausgeben. Nur einen einzigen. Bitte! Nein? Können Sie mir was über die Geschichte... Bestimmt. In Sachen Geschichte kann ich Ihnen nicht helfen, Schätzchen. Tschüss. Lassen Sie sich von mir nicht abhalten. What the fuck? Warum steht da ein Kinderwagen? Ja, es ist eine Bar, ihr seht schon. Im Unterdeck. Aber hier ist auch wieder so schön... Lampen überall. Nicht wirklich runterfallen. Okay. Trini, sonst ist hier niemand. Ganz schön laut hier. Ja, das ist mir schon klar. Belly Bunnies Tür? Nee. Hört sich gut an. Jeder, der Fallout mag, ist mir direkt sympathischer. Ja, Fallout 4 ist schwierig. Nein, Fallout 4 ist auch okay. Aber Fallout 3 ist halt so mein Rollenspiel damals gewesen auf der Xbox 360. Guten Abend. Das ist aber sehr schön ordentlich hier. Hallo? Ich bin Belle Bonnie und das ist der Muddy Rudder-Schlüssel. Ich sage Ihnen, was ich allen Neulingen sage. Fangen Sie hier unten keinen Streit an, sonst lasse ich Ihnen von Brock den Hintern versohlen. Okay. Das hier ist eine echte Müllhalde. Ja, es ist laut und aufgeräumt ist es schon ein bisschen, oder? Kann man dieses Gesöff überhaupt trinken? Nett haben Sie es hier. Es ist schwierig. Das ist beides zu kritisch und das ist zu nett. Sie sind wohl betrunken. Was ist? Wollen Sie was bestellen oder nicht? Ja, haben Sie letzter Zeit ein paar gute Geschichten gehört. Sprechen Sie mit Vera, wenn Sie tratschen wollen. Ich ziehe nicht über die Leute her. Ist Pauly wirklich medikamentenabhängig? Nein, der hat nur so gesagt, dass er übrigens eine Spritze braucht. Oh ja, er ist total abgesackt. Ich bin froh, dass ich nicht in Cindys Haut stecke. Bester Teil ist Fallout 3, allein die Atmosphäre, da kommt kein anderer Teil ran. Stimme ich zu? Ich habe letztens kurz Fallout New Vegas nochmal angespielt, tatsächlich. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass Fallout New Vegas mich... Ich habe Fallout New Vegas auch schon zweimal durchgespielt, das nicht. Aber es hat mich nicht so gepackt. Als ich jetzt mit Fallout 3 wieder angefangen habe, habe ich direkt gemerkt, ah, das fließt wieder so durch. Dann ist man Punkt, 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 Punkt. Und New Vegas war eher so, Fallout 4 würde ich auch gerne nochmal spielen, tatsächlich. Aber Fallout 3 ist alleine Washington DC, diese Innenstadt mit den Ruinen und sowas. Da kommen die anderen Spiele nicht ran, das stimmt. Gibt es irgendwelche Geschichten über die Vergangenheit dieses Orts? Die Geschichte? Finden Sie nicht, dass hier die Kacke schon genug am Dampfen ist, ohne dass Sie da noch groß rumgraben? Keine Ahnung, ob es jemals einen offiziellen Anfang gab. Die Stadt steckt schon seit Ewigkeiten hier im Fluss und ist voller Flachköpfe. Ah, Sie hören doch sicher viele Geschichten. Können Sie mir nicht eine erzählen? Ich kann Ihnen höchstens eine Tüte voller Verschwindibus-Backpfeifen anbieten. Die erste geht auf Kosten des Hauses. Und jetzt raus mit Ihnen. Echt? Bennen sagte nämlich, er hätte den ganzen Ort selbst organisiert. Dieser verlogene Hurensohn. Er war noch nicht mal geboren, als ich hier ankam. Sie interessiert die Geschichte dieses Kahns? Der Einzige, der da wirklich Bescheid weiß, ist Pinkerton. Und wer weiß, ob der noch lebt oder da ist. Er hat sich in einem anderen Teil des Schiffes verkrochen und er mag keine Besucher. Er kann sie eines Besseren belehren. Okay. Ja, dass Pinkerton da ist, haben wir jetzt schon mehrmals gehört. Ah, da haben wir das jetzt. Die wahre Geschichte von River City erfahren. Da war jetzt der richtige Auslöser. New Vegas ist so farbenfroh, aber trotzdem ein gutes Fallout. Dasselbe gilt für Teil 4. Ja, ich mag, was mich halt in Fallout 4 so ein bisschen stört, Fallout New Vegas, finde ich, ich rede jetzt so spielmechanikmäßig, hat so Fallout 3 so ein bisschen, ne, so ein bisschen Visier auf Waffen und man kann Waffen so zentrieren und sowas, durch Kimmel Korn gucken, das ist voll cool alles. Ich finde das ein bisschen schade, dass die in Fallout 4 dann sehr viele Spielmechaniken rausgenommen haben, wie die Fraktionsrüstungen aus Fallout New Vegas, die ja da zugemacht haben, die haben die das Waffen kaputt gehen, haben die rausgenommen. Ich weiß nicht, ich finde Fallout 4 ist so ein bisschen schwierig. Zu viel, zu wenig von dem Klassischen und zu viel Neues, was nicht so richtig passt, wie diesen Baumodus und sowas. Das ist schwierig. Nee, wir wollen keinen Drink. Tschüss. Ich werde hier sein, falls Sie Durst bekommen sollten. Wir werden hier später übrigens nochmal hingehen müssen, denn hier wird später noch ein sehr, sehr wichtiger Charakter aufploppen. Also hier in der Bar, aber eben erst später. Gut, so viel zur Bar. Spektakulär ist jetzt nicht wirklich, ne? Und nicht viel los, so eine Person. Vielleicht sollten wir nochmal spät nachts hier hingehen. Okay, gut, so viel zum Unterdeck. Treppenhaus. Was geht hier ab? Okay, das ist nur eine Toilette. Sharon, kannst du nicht die Flinte mal wegpacken? Das macht mich ein bisschen nervös. Marketplace, ja. Resolly Hotel, da waren wir auch schon. Bridge Tower, jetzt sind wir oben. Ganz oben. Okay, Brückenturm.
Reparieren hat dir sehr gefehlt. Ja, finde ich auch. Also es war, das war tatsächlich auch in Skyrim, im Vergleich zu Oblivion, fand ich das schon nervig, dass die das da rausgenommen haben. Die haben also ein paar Spielmechaniken von Oblivion nach Skyrim und dann eben von Skyrim nach Fallout 4. Es war ja Oblivion, Fallout 3, Skyrim, Fallout 4 und die haben sozusagen von Oblivion nach Skyrim diese Mechaniken rausgenommen. Irgendwie. Gab halt nochmal dieses Survival-Feeling dazu. Ja, ja, das stimmt. Vor allen Dingen, als ich damals Fallout 3 zum ersten Mal gespielt habe und das ist vor allen Dingen bei der 10mm Maschinenpistole mit dieser zweiten Nachladeanimation, dass der Charakter dann so mit dem Magazin gegen die Waffe klopft. Ich fand das so geil, dass wenn die Waffe kaputt war, man dann so eine zusätzliche Nachladeanimation hatte. Fand ich ziemlich geil. Flight Deck, da waren wir ja schon, genau. Wer bist du? Ich suche nach Störenfrieden. Sind hier irgendwo welche gewesen? Nee, da geht's auch zum Flight Deck. Hallo? What the fuck war das? Da habe ich mich aber erschrocken, Alter. Was ist das für ein Geräusch? Beep, 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 beep. Stimme ich dir komplett zu. Es ist, glaube ich, halt... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, warum die... Was war das für ein Geräusch jetzt, Alter? Warum die die Mechaniken rausgenommen haben, weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Hallo? Aber zu wem sollen wir denn jetzt das belastende Material... Wo kommen wir denn jetzt hier hin eigentlich? Auf dieser Terrasse hier oben. Warum liegen denn da zwei Lunchboxen? Mhm, mhm, mhm. Darf man hier eigentlich schlafen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, wir brauchen keine Munition klauen. Doch, wir dürfen schlafen, das ist geil. Ah ja. Da 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 da. Da 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 da. Gut. River City. Das ist auch nochmal so ein Deck. Mhm. Da geht's nochmal nach oben. Hi. Ah, da ist denn was. Vielleicht wissen Sie nicht, mit wem Sie reden. Ich bin Chief Danvers, der Leiter der Sicherheitskräfte von Rivet City. Ruhig Blut, ich wollte nur was fragen. Was ist mit Chief Harkness passiert? Er ist weg. Ich habe jetzt den Befehl. Brauchen Sie irgendwas oder wollen Sie nur meine Zeit verschwenden? Hä, war das nicht der unten am Marktplatz? Bannon versucht, Seagrave Holmes zu erpressen. Ich fand einen Brief in Seagraves Zimmer und dachte, er würde sich interessieren. Das ist schlecht. Seagrave Holmes hatte nämlich ein Auge auf einen Sitz im Rat geworfen. Das kann er jetzt vergessen. Sobald die Kaufleute von der Sache Wind bekommen, ist Schluss mit ihrem Vertrauen. Zu schade. Okay. Bei New Vegas war Crafting-Vielfalt gut, aber in Fallout, in Teil 4, naja, sag mal, ist okay. Ja, in Teil 4, die haben das ja auch so angekündigt mit diesen ganzen Waffen und sowas, mit diesen Aufsätzen. Das ist im Grundansatz ja auch ganz cool, aber dafür haben die halt andere Mechaniken so rausgenommen. Ich weiß halt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass sich Fallout 4 wesentlich von den Mechaniken her fortgeschrittener anfühlen würde. Keine Ahnung, klar, Waffencrafting ist geil, das gab es aber ja in Fallout New Vegas auch schon im Leichten, ne? Aber dieses ganze Baumodus-Gedönse und dafür eben so Survival-Aspekte rausgenommen, ich weiß ja nicht. Ich habe mich verlaufen, haben wir nicht. Ich möchte jemanden melden, wollen wir auch nicht. Ich habe gehört, dass River City von einer Art Rat regiert wird. Chief Harkness trifft sich mit Dr. Lee und Bannon, um über Angelegenheiten der Sicherheit zu reden. Meiner Meinung nach ein verschwendeter schöner Montagmorgen. Chief Harkness sollte einfach bestimmen, wo es lang geht. Genau, einfach den Sicherheitsdienstchef alles machen lassen. Was ist los mit diesem James Hargrave? Er benimmt sich wie ein Rotzbengel. Er macht nichts als Ärger. Ich traue ihm nicht und Sie sollten das auch nicht tun. Seine Mutter ist eine Säuferin. Sie bringt jede freie Minute im Muddy Rudder zu. Ja, und die ist ziemlich unfreundlich. Was können Sie mir über Dr. Lee sagen? Sie ist so eine Art Genie, wissen Sie? Einer von diesen super intelligenten Wissenschaftlertypen. Ihr Labor ist im Heck des Schiffs. Mhm. Können Sie mir etwas über die Geschichte von River City erzählen? Tut mir leid, aber ich weiß nicht wirklich viel über die Stadt. Ich mache mir viel mehr um das Hier und Jetzt Gedanken, wissen Sie? Ja, ja, sagen die meisten. Gut, das war, Sie waren sehr hilfreich, danke. Die Pflicht ruft. Ja, ja, mach mal. Ciao, ciao.
Wer bist du? Zu diesem Bereich haben Zivilisten keinen Zutritt. Hallo, Private. Sir, Private Jones meldet sich zum Dienst. Auf dem Flugdeck ist eine Sicherheitsnotfall eingetreten, Soldat. Lüge. Erzähl mir deine Geschichte. Deine Geschichte, Schlafsack. Sir, diese Schlackenhalde bewacht das Waffenhaus, Sir. Wo ist denn das? Was ist das hier? Flugdeck. Und hier ist das. Okay, die können wir eh nicht knacken. Das heißt, da könnten wir nochmal ein paar Waffen mitgehen lassen. Okay. Das Bau- und Siedlungssystem ist komplett fehl am Platz. Da hätten die Ressourcen ins Gameplay und Spiel wird reinstecken sollen. Das stimmt. Absolut. Absolut. Zumal das Bau noch nicht wirklich funktioniert, ne? Wenn man mal guckt, wie viele Mods es da gibt inzwischen, um das ein bisschen komfortabler zu machen. Warum habe ich jetzt hier eine rote Markierung? Hallo. Hi. Hier müsste eigentlich jemand stehen, oder? Wir warten mal. Hallo. Genau. Hier steht nämlich jetzt Mr. Lopez. Ich brauche nur etwas Platz. Ja. Sie habe ich noch nie gesehen. Sie würden sich wahrscheinlich sowieso nicht an mich erinnern. Ich bin Mr. Lopez. Ja, wir haben ja gehört, dass er immer hier oben steht und Ewigkeiten über die Stadt guckt. Warum sollte ich mich nicht an Sie erinnern? Niemand erinnert sich an mich. Ich bin eben nichts Besonderes. Keine Sorge, das wird bald kein Problem mehr sein. Hey, wenn es das ist, was Sie wirklich wollen, werde ich Ihnen nicht helfen. Das Leben erfordert Mut, nur Feiglinge begehen Selbstmord. Sie konnten weder ihre Familie retten, noch sich selbst töten. Erbärmlich. Ja, nur Feiglinge begehen Selbstmord. Komm. Sie mögen ja recht haben, aber ich habe nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Was ist mit Ted? Er braucht eine führende Hand, eine Vaterfigur. Wer ist denn Ted überhaupt? Ted Strayer? Genau. Ich glaube, ich könnte mal mit ihm reden. Er kommt mir in der Tat etwas orientierungslos vor. Danke. Vielleicht werde ich eines Tages den Mut haben. Vielleicht, bitteschön. So ein bisschen Karma noch dazu gewonnen. Teilweise sehr leer im Commonwealth. Ja. Mir fehlt halt dieses Feeling. Hier sieht man es jetzt zum Beispiel, ne? Dieses mega zerstörte Hauptstadt-Feeling, Atombombe ist eingeschlagen. Es erinnert mich immer so ein bisschen auch an Stalker, wie die das da auch dargestellt haben. Hier genau das, ne? Diese Aussicht hier jetzt. Das ist so, so stelle ich mir das halt nach einem atomaren Weltkrieg, wie auch immer, stelle ich mir das vor. Und eben nicht diese blühen, ich meine, ich weiß, Diamond City ist weiter weg von den Atombomben und so weiter und so fort. Aber vom reinen Gefühl her, wenn man so sich Washington DC anguckt, es sieht so krass aus, wenn man diese traurigen Überreste, diese kaputten Betonwände sieht und sowas. Von der Stimmung her halt einfach wirklich was ganz anderes. Okay. Ich glaube, damit haben wir da, River City aber soweit. Tatsächlich. Jetzt haben wir natürlich noch einige Aufgaben rundum, die wir erledigen müssen. Wir müssen das Nationalarchiv, wir müssen... Aber ich würde sagen, wir machen erst Pinkerton. Jetzt ist die rote Markierung weg, komisch. Also wir machen erst Pinkerton, sprich wir gehen erst in den Frontteil des Schiffs. Ganz schön viel Sicherheitspersonal hier. Gibt es in dieser Gegend Ärger? Weiß ich nicht. Wir machen erst Pinkerton und danach gehen wir zum Jefferson Memorial, suchen nachher nach unserem Vater. Und dann machen wir uns auf in Richtung... Ne, hier wollte ich nicht hin. Ich muss gerade erstmal den Weg finden und dann meine Pläne aufbauen. Marktplatz ist falsch, oder? Ja, hier ist richtig, so. Also nächstes Mal gehen wir erstmal da rein, also vorne in den Frontteil des Schiffs. Dann gehen wir zum Jefferson Memorial, das ist ja so eine Linie. Also erstmal Nebenaufgabe, Ödland Überlebenshandbuch, die wahre Geschichte von River City. Dann gehen wir zum Jefferson Memorial, das ist ja die Hauptstory. Und danach gehen wir wahrscheinlich zum Nationalarchiv und versuchen da die Unabhängigkeitserklärung zu stehlen. Ich weiß nicht, ich meine, danach müssen wir storytechnisch ganz woanders hin, deshalb würden wir das ein bisschen aufschieben. Aber erstmal machen wir das und dann das. Ne, also Nebenaufgabe, Hauptaufgabe und dann gucken wir mal weiter. Mein Follow hast du. Vielen Dank. Danke fürs Followen. Ja, ich muss mal gucken. Ich müsste eigentlich die... ich muss mir mal überlegen, ob ich die
ne, du weißt schon, ja, diese Einblendungen noch hier reinmache, die habe ich jetzt aktuell hier nicht drin. Was ist eben so ein Live-Let's Play, was ich gerade mache? Das kommt nachher auf YouTube, deshalb habe ich erstmal diese ganzen Community-Sachen noch nicht eingebaut, muss ich mir mal überlegen. Vielen Dank fürs Followen auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten machen wir weiter, machen wie gesagt erst das Ödland-Überlebenshandbuch, dann gehen wir zum Jefferson Memorial und dann gucken wir mal. Ne? Vielleicht Nationalarchiv oder ob wir dann die nächste Hauptstory machen, gucken wir dann. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und wie gesagt, YouTube-Livestream. Bis dann, ciao.